Tesla ist immer noch die meistdiskutierteste Aktie am Aktienmarkt. Und mich fragen immer noch Leute, hey, ist es jetzt zu spät, in Tesla zu investieren? Ist Tesla vielleicht wirklich so überbewertet, wie sehr, sehr viele Experten das Ganze auf YouTube dann immer darstellen, wie die Experten das auch wirklich letztes Jahr auch dargestellt haben? Wie viele von euch wissen, bin ich persönlich in Tesla investiert. Ich mache auch immer wieder mal Videos zu Tesla. Hatte auch zum Beispiel letztens erst ein Video zu Tesla gemacht, wo wir uns gemeinsam dann den Chart angeschaut haben. Da hatte ich Folgendes gesagt, dass ich mir vorstellen kann, wenn ich auch den Gesamtmarkt anschaue, dass wir weiterhin so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung haben bei Tesla. Und vielleicht sogar hier wieder so ein bisschen runtergehen, um diese Trendlinie dann eben anzutesten. Vielleicht dann auch sogar unter die 50-Tage-Durchschnittslinie dann eben gelangen. Mein Ziel, also mein quasi Tiefpunkt für Tesla, wenn jetzt nicht ein gesamter, kompletter Crash kommt, irgendwelche super schlechten Nachrichten auf einmal auftauchen, dann sehe ich das tiefste Tief quasi bei Tesla, was auch höchstwahrscheinlich dann eben angetouched wird, ungefähr hier beim letzten Allzeithoch, bevor wir hier diesen Crash hatten. Das heißt ungefähr bei, ich sag mal, 900, 890 US-Dollar. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Man sieht hier auch, wenn man in den Chart auch ein bisschen reinzoomt, dass wir hier ein großes Gap haben. Also quasi dieses Gap hier müsste dann im Endeffekt auch nochmal geschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeiten werden langsam aber sicher größer und größer, dass das Ganze dann auch passiert. Und wenn wir uns den Chart der Tesla-Aktie gemeinsam anschauen, dann sehen wir, dass es auch genauso gekommen ist. Also es ist wirklich verblüffend, wie gut die Chartanalyse teilweise dann eben funktioniert. Wir haben genau das angesprochene Gap von mir geschlossen, sind nach unten gefallen, haben die Supportlinie, die ich euch eingezeichnet hatte, genau berührt, haben da einen Bouncer gehabt und sind dann wieder nach oben ausgeschlagen. Jetzt stellt sich für sehr, sehr viele Leute die Frage, okay, wie geht es dann eben weiter, vor allem in das Jahr 2022 und wie geht es dann auch eben darüber hinaus bis ins Jahr 2025 für alle, die natürlich langfristig in Tesla drin bleiben wollen. Heute werden wir uns nicht einfach den Chart von der Tesla-Aktie anschauen, sondern ich wollte mit euch heute so ein, ich sag mal, sehr simples Bewertungsmodell zu Tesla eben teilen. Das Ganze machen wir dann in Excel und schauen uns eben an, wie viel Potenzial hat die Tesla-Aktie noch. Wie immer stellt dieses Video natürlich keine Finanzberatung dar und falls du dich jetzt wunderst, warum ich dir jetzt nicht irgendwie einen Trading-Kurs verkaufe oder keinen Aktienbrief, irgendwelche Coachings und dich nicht die ganze voll spamme mit Affiliate-Links, dann liegt es daran, dass hier jetzt wirklich alles kostenlos ist auf meinem Kanal. Du kannst mich gerne mitverfolgen, indem du einfach den Kanal abonnierst mit Glocke, falls dich das interessiert. Ich werde auch transparenterweise immer wieder mal Depot-Updates geben, gebe euch dann auch meine Aktientipps. Ihr könnt dann konstruktiverweise dann sagen, was ihr von dem Ganzen haltet. Du kannst auch gerne meine Affiliate-Links komplett ignorieren. Nutz gerne die Affiliate-Links von deinen Freunden, dann profitiert ihr beide davon. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, der ist komplett kostenfrei für dich. So, verschwenden wir keine Zeit, wir starten auch schon direkt und derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Tesla bei ungefähr 1 Billion und es gibt tatsächlich sogar auch eine Analyse vom ARK ETF, wo die dann eben sagen, die gehen davon aus, dass die Tesla-Aktie bis 2025 bei ungefähr 3000 US-Dollar liegen wird. Es gibt natürlich einen bärischen und auch einen bullischen Case, wo die dann eben sagen, okay, das Ganze kann entweder niedriger oder höher sein. Es wurde auch tatsächlich eine E-Mail geleakt von Elon Musk, wo er selber sagt, er geht auch von diesen 3000 US-Dollar aus. Dazu müssen natürlich einige Voraussetzungen getroffen werden. Also das heißt, Tesla muss wirklich jedes einzelne Quartal sehr, sehr stark performen. Die können sich jetzt auch kein schlechtes Jahr oder sowas erlauben, sondern es muss wirklich sein, dass jedes Jahr besser und besser wird. Währenddessen muss Tesla halt immer besser auch die Kosten optimieren, dass die dann irgendwann zu diesen Generation 4 Autos kommen, die, also ein Tesla, der dann halt irgendwann um die 25.000 US-Dollar kosten wird. Das ist natürlich extrem wichtig. Unter anderem natürlich die Batterien, also die 4680er Batterien, wie man das auf dem Battery Day von denen gehört haben. Das muss natürlich auch wirklich in die Quantitative gehen, dass da sehr, sehr viele von denen produziert werden. Das ist halt eben wichtig. Währenddessen muss Tesla halt eben auch die Kosten immer weiter optimieren. Aber wenn man an die ganze These glaubt, wenn man an Elon Musk und seine Prognosen eben glaubt, dann kann man davon ausgehen, dass die Tesla-Aktie hier bei diesen 3000 US-Dollar stehen wird. Dann schauen wir uns mal das Modell bei Excel an. Hier am Anfang ganz wichtig für euch. Also diese Modelle sind natürlich sehr subjektiv, wenn man selber eine eigene Prognose aufstellen muss und je nachdem, wie bärisch oder bullisch die Prognose ist, kann das halt eben mehr oder weniger sein in der Bewertung. Auch wenn ihr ein Discounted Cashflow-Modell zum Beispiel selber aufstellt bei Excel, dann ist das Ganze natürlich relativ subjektiv und ihr solltet das auf jeden Fall an eure eigene Analyse oder halt eben These anpassen. Ich habe hier einmal einen bullischen Case und dann auch nochmal einen normalen Case. Wir werden uns das beides mal anschauen. Wir starten hier direkt mit den gelieferten Autos. Da ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen die Frage, okay, wie komme ich jetzt auf diese Zahl, auf die 890.000 Fahrzeuge? Also im Grunde genommen habe ich mir die einzelnen Quartale angeschaut von Tesla, also vor allem die letzten drei Quartale.
Da ist quasi einmal Q1, Q2, Q3, wie viele Fahrzeuge da eben geliefert wurden. Habe mir einmal den Unterschied prozentual angeschaut, okay, wie viele Fahrzeuge im Quartal wurden dann eben mehr geliefert. Also hier quasi einmal um die 9% mehr, dann wieder um die 20% mehr. Habe mir einfach da die goldene Mitte genommen, als Beispiel jetzt 10% wieder mehr und dann quasi für Q4 2021 angenommen, dass um die 265.000 Fahrzeuge geliefert werden. Das Ganze zusammengerechnet, dann kommen wir auf die 890.000 Fahrzeuge und dann habe ich angenommen, und das ist jetzt wirklich der extrem bullische Case, dass halt eben 55% mehr Fahrzeuge geliefert werden können jedes Jahr. Das heißt, 2022 werden dann um die 1,4 Millionen geliefert, 2023 werden um die 2,2 Millionen geliefert, dann geht das Ganze ein bisschen runter, dann nehme ich an, dass das einfach nur noch um die 50% steigt, dann sind wir bei über 3 Millionen Fahrzeugen und so weiter und so fort. Als nächstes habe ich dann quasi einmal den durchschnittlichen Verkaufspreis inklusive selbstfahrender Autos, also Full Self Driving, dann eben angenommen. Da sieht man halt eben, dass der Preis dann eben weiter runter geht. Als nächstes habe ich dann einfach den Gesamtumsatz ausgerechnet, also wie viel Gesamtumsatz Tesla dann hier generiert. Hier ganz wichtig, ich gehe jetzt wirklich nur von dem Hauptgeschäft von Tesla aus, also wirklich mit Autos, mit Full Self-Driving, also ohne die Energy Storage-Geschichte und ohne die Solargeschichte. Ne? Es geht jetzt wirklich nur ums Hauptgeschäft von Tesla. Als nächstes nehmen wir dann einfach einmal die Marge und hier ganz wichtig die EBITDA-Marge, also Earnings Before Interest, Depreciation, Amortization, könnt ihr euch auch gerne mal einlesen. Hier ist es tatsächlich so, dass in den letzten Quartalen die Marge auch immer weiter gestiegen ist. Und das hängt einfach unter anderem damit zusammen, dass Tesla extrem gut ist, was diese Kostenoptimierung angeht. Das heißt, die schaffen das auch wirklich, die Kosten einfach sehr, sehr konstant zu halten, beziehungsweise die Kosten wachsen bei denen nicht so hoch wie zum Beispiel die Produktion. Also sie verkaufen dann immer mehr und mehr Fahrzeuge, aber die Kosten wachsen nicht gleichzeitig damit. Dann schafft man es halt eben, eine bessere Marge da eben zu haben. Und da kommt dann eben dieses Thema Full Self-Driving zugute, weil Full Self-Driving ist halt eben die Software. Und wenn Leute dann halt eben bereit sind, 10.000 US-Dollar zum Beispiel mehr zu bezahlen für so ein Fahrzeug, was das Ganze integriert hat, oder zum Beispiel das Abo-Modell, also zum Beispiel 200 US-Dollar im Monat zu bezahlen für Full Self-Driving, dann ist es halt natürlich extrem positiv für diese Marge. Jeder von euch, der sich mit Software-Companies befasst, der weiß, dass da auch sehr, sehr hohe Margen gängig sind, zum Beispiel 60%, 70%, 80%. Das ist da nicht unüblich. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Tesla weiterhin so, so stark performen wird, dann kann man auch davon ausgehen, dass sich die Marge da eben verbessern wird. Als nächstes bekommen wir dann hier EBIT daraus, indem wir einfach die Marge auf den Gesamtumsatz ansetzen. Hier vielleicht wichtig zu erwähnen, das Ganze ist jetzt kein reiner Gewinn, ne? Also EBIT ist jetzt kein reiner Gewinn, sondern das ist wirklich vor Steuern, vor Zinsen und so weiter und so fort. Und danach müsst ihr dann halt einen Multiplikator anwenden, wie jetzt bei einem Discounted Cashflow Modell. Also bei sehr, sehr vielen Bewertungsmodellen ist es halt eben am Ende so, dass ihr selber als Investor einen Multiplikator vergeben müsst. Und das Ganze ist natürlich relativ subjektiv. Also im Grunde genommen, je nachdem, was für einen Multiplikator man da wählt, dann verändert sich natürlich auch die Gesamtmarktkapitalisierung. Wenn man einen niedrigeren Multiplikator nimmt, dann fällt das dann natürlich auch viel bärischer aus. Ich habe jetzt hier die 90 genommen, falls der ein oder andere für sich von euch wundert, wie komme ich jetzt auf die 90? Ich habe mir jetzt einfach die letzten Multiplikatoren hier angeschaut. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Multiplikator von 140 auf Yahoo Finance. Wenn ich mir hier jetzt einen anschaue, dann sind wir jetzt hier bei 123. Also da könnt ihr euch selber mal im Internet einfach anschauen, was so in letzter Zeit vergeben wurde bei Tesla. Ich habe jetzt hier quasi meiner Meinung nach relativ konservativ die 90 genommen, weil die Leute ja derzeit sehr, sehr stark gehypt sind bei Tesla. Der Multiplikator kann auch viel höher ausfallen, wenn jetzt zum Beispiel immer noch ein krasser Hype bei Tesla besteht. Aber wenn wir das Ganze anwenden, dann sehen wir hier auch im Grunde genommen dann halt die Marktkapitalisierung, wie die dann eben ausfällt. Und da fällt natürlich dann auch schon auf, wenn man das Ganze dann eben so aufstellt, dass wir dann irgendwann im Jahr 2025 dann ungefähr bei 3 Billionen Marktkapitalisierung dann auch landen. Ich habe jetzt auch den Multiplikator quasi immer weiter nach unten gesetzt, weil ich davon ausgehe, dass die Leute dann, weil die Company, also Tesla, immer weiter größer und größer wird, dann auch konservativeren Multiplikator vergeben werden. Man kann das Ganze auch relativ meiner Meinung nach normal ansetzen. Da gehen wir dann einfach davon aus, dass die Fahrzeuge quasi identisch bleiben, aber das Wachstum einfach geringer. Ich habe jetzt hier einfach 5% geringer genommen. Dann der durchschnittliche Verkaufspreis inklusive Full Self Driving dann anstatt 52.000 auf 50.000 gesetzt. Auch eine etwas geringere Marge angesetzt, auch einen geringeren Multiplikator angesetzt. Dann kommen wir hier auf eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,2 Billionen. Das ist, wenn das Jahr jetzt vielleicht nicht so gut laufen wird für Tesla. Also das ist quasi mein normaler Case. Dann werden wir einen Ticken höher sein, als was wir jetzt heute sehen.
aber wirklich nicht nennenswert. Wenn jetzt der eine oder andere sich von euch fragt, okay, wie komme ich denn überhaupt jetzt auf den Aktienkurs, weil Marktkapitalisierung sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch noch nicht so viel und ihr wollt jetzt wissen, okay, wie kann ich dann rausfinden, wie viel wird die Aktie wert sein im Jahr 2022? Dann könnt ihr einmal auf die SEC-Government-Seite gehen. Hier werdet ihr immer alle Zahlen zu den verschiedenen Unternehmen vorfinden, also die Quartals-Reports und die Annual-Reports. Dann könnt ihr entweder hier zum Beispiel den letzten Quartalsreport aufmachen oder ihr geht hier einmal auf die Selected Filings rechts. Dann könnt ihr das Ganze einmal anklicken. Dann werdet ihr dann auch sehen, dass immer in diesen Quartalsreports quasi hier ganz unten dann auch einmal angegeben ist, die Gesamtanzahl der Aktien, die dann eben verteilt wurden. Das Ganze müsst ihr dann einfach einmal zum Beispiel hier in dem Fall kopieren. Dann gehen wir wieder in die Excel-Tabelle. Dann werden wir uns das Ganze jetzt hier relativ einfach machen, indem wir einfach C9, das ist quasi die Gesamtmarktkapitalisierung, durch die Anzahl der Aktien rechnen und so kommt ihr dann im Endeffekt zu dem Aktienkurs. Also wenn ich jetzt das einmal hier für euch eintippe, dann sehen wir, dass wir quasi im Jahr 2022, wenn das so eintreffen sollte mit dem Modell, auf ungefähr einen Aktienkurs von 1680 US-Dollar kommen sollten. Wenn ich mir jetzt noch den Chart von der Tesla-Aktie anschaue, dann sehen wir, dass wir hier beim RSI genau auf der Linie quasi Support gefunden haben. Danach kam ja dieser sehr, sehr krasse Bounce. Wir sehen, dass beim Tageschart, bei MACD-Linien es so aussieht, als würden wir den Aufwärtstrend dann eben switchen. Was hier vielleicht aber wichtig zu erwähnen ist, Elon Musk ist noch nicht fertig mit dem Verkauf seiner Anteile. Er wollte ja 10% verkaufen, da ist er noch nicht fertig mit. Ich habe mich sehr, sehr viel im Internet informiert, also es kursieren sehr viele Rechnungen dazu. Die meisten sagen 3,5, 3,6 Millionen Aktien müsste er noch abstoßen. Wenn er das Ganze jetzt nächste Woche macht, ihr seht das Video am Montag ungefähr abends irgendwann, dann wird es natürlich so sein, dass wir in der Woche wirklich wieder so einen Verkaufsdruck sehen. Wenn sehr, sehr viele Leute wieder einsteigen, dann wird das halt wieder eine Seitwärtsbewegung sehen, also das, was wir quasi bisher so gesehen haben. Wenn ich jetzt hier noch einmal switche auf den Wochenchart, dann muss man ganz klar sagen, dass beim Wochenchart das Einzige, was mir jetzt Angst bereiten würde, einmal hier die MACD-Linien sind. Also man sieht, dass wir quasi hier so ein bisschen gerade tendieren, in einen Abwärtstrend zu geraten. Beim RSI sieht alles noch relativ fein aus. Also wenn das hier jetzt sich wirklich als Fake herausstellt, dann werden wir wirklich einfach nur so eine Seitwärtsbewegung sehen und dann geht es halt eben weiter nach oben. Angenommen, dass halt eben auch wirklich die nächsten Quartale bei Tesla dann relativ gut sind, ne? Dass der Gesamtmarkt dann sich gut entwickelt und wenn man das annehmen kann, wenn das wirklich alles so eintrifft, dann kann man davon ausgehen, dass die Tesla-Aktie noch wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben hat. Ich persönlich bin deswegen in Tesla investiert. Wäre ich reich, dann würde ich noch mehr in Tesla investieren. Aber wie gesagt, keine Finanzberatung, ist nur meine eigene Meinung. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst. Ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Trading-Kurse an die Backe laber und dich nicht die ganze Zeit voll spamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.